Guck mich nicht so böse an. Ich habe nie gesagt, dass dein Papa noch lebt. Sam? You okay? Greg and Dad? I don't really know what to say. Where am I supposed to start? I don't know. Just say what he meant to you. Yeah. Okay. I'll give you a moment. You all right? You look a little... well, like you're losing it a little bit. Just remembering my kids. Did they... you know? I don't know. I wasn't with them. I don't know what happened to my family either. I thought about joining them, but it felt weird. I mean, I live here, but I'm still not family, you know? They treat me like I am, but I know that's not true. Family is different. I know how that is. I've tried starting over, but it felt somehow disrespectful to the family I lost. I decided to stay. For the kids. Don't get cocky. It had nothing to do with what you said. Uh-huh. Michonne? She's here! I thought we had more time. It's okay. It's gonna be okay. Sam! Just go upstairs with your brother, okay? I need you to hide until I come get you. What's gonna happen? He gonna hurt us? You'll stop them, right? Right? Just get upstairs. Whatever happens, I'll protect you. Stay together. Hoffen wir doch zumindest mal. We will. Okay. Ich drück ihr auf jeden Fall die Daumen. Ich drücke mir auf jeden Fall die Daumen, wenn ich jetzt gerade schon mal dabei bin. So, ich sag, die Blondine erwischt's. Sam vielleicht auch. Kinder, ja, ich weiß nicht. I can get a clear shot of the front gate from upstairs. I'll cover you. Die Blondine wird's nicht schaffen, da bin ich mir relativ sicher. I hope it doesn't come to that. This is worst case scenario, right? You better not miss. I hope I don't. Paige, if anything goes wrong, I need you to take care of James and Alex. Don't talk like that. Paige, please. Sam, you know I'll... Nimm's doch einfach mal so hin. Wir haben keine Zeit für solche Diskussionen. And meet us outside. Das wird nicht funktionieren. Das wird sowas von in die Hose gehen. Dieser ganze Plan, der ist so... Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird definitiv nichts. Von der Crew wird auch jemand sterben. Pete als allererstes. Oak wäre Nummer 2. Weil das sind die beiden, mit denen Michonne tatsächlich am ehesten was zu tun hatte, mit denen sie am ehesten interagiert hat. So, wie viele Leute hat sie wohl mitgebracht? Was meint ihr? It's quiet out there. You ready for this? Getting your crew back? It's not gonna be easy. We just have to be careful not to provoke her. I don't want this to turn into a fight. Hopefully Norma feels that way too. Jetzt geht's los. Guten Tag, Norma. Du bist alleine? Nein, bist du nicht, aber du bist alleine hier? What's going on? I had my people hang back a bit. I wanted to talk first. Just us. Clear the air a little. Just hear her out, Michonne.
Okay, start talking. Hey, that is what I'm doing. I didn't come here to fight. Pete wird draufgehen. See, I can be reasonable. Thought you can get rid of me, huh? Are you okay? Did she hurt you? I'm fine. Let's just get our crew back and get out of here. Ich hab doch gesagt, der Plan wird nicht funktionieren. Listen, Monroe is gone. Sunk down in the water like everything I built. You and I, we've each taken from the other. All I want now is my brother back. And he better not be hurt too bad. That's all. And I'll leave you be. That's it? Just like that, and you walk away. Been enough killing these last few days. I'd like to just get past it if we can. Yeah. A show of good faith, then. Ey, ich hab ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache. Na toll. Any minute now. Es wird Oak erwischen. Safe and sound, just like I said. Now, I want to see my brother. Why the hell are we standing here? We're all homeless because of her. Daddy, stop! They should be dead. That is not what we are here for. Now be quiet. My brother, now. I have given you what you wanted. I just want to see him. You have three of my men. I only have one of yours. Send one of my friends over, and you can have Randall. I think I've been more than reasonable. So viele Leute wie möglich retten, denn wir werden sie nicht alle retten können. Show me Randall. Oak! Hey, put the gun down. I could shoot him and still have two more to spare. So you're gonna do what I've asked. Now! I came here willing to talk. But if you're gonna insist on being difficult... Don't hurt him, all right? You're not gonna shoot him. You may have more of my guys, but this piece of shit over here is all you got. And there's still plenty I can do to hurt him. Randall isn't worth all this shit. Gabby, listen to me. After everything they've done, you're still giving them more chances. We deserve retribution. Don't do this! Stop! No! No! Berto! Everyone put your guns down. I knew we couldn't trust them. Don't! Stand down! Please, don't hurt him. If you're not gonna do anything, we have to. That's not your call. I told you before, you hurt my crew, and I hurt Randall. I can make this red. Okay. Gabby! Fuck! Okay, das, that escalated quickly. Und das war nicht mal Normas Schuld. I'll give you that one, all right? We're even. As long as you let Randall go. Michonne steht zu ihrem Wort, auch wenn das echt scheiße für Oak und Radik sein wird. No one else has to die. Is that a threat? Oh, das sieht nicht. Hand him over. Just do it, Michonne. Warum kriege ich nicht? Oak and Sadiq. They start walking and I'll send Randall out. Maybe you didn't hear me. Oak! Oh, jetzt. Sadiq, hurry up! Wir haben Oak getötet. Knall ihn ab. Randall! Kill him! Get to the house! Now! Die hätte sowieso daneben geschossen, wenn ich die signalisiert hätte. Wenigstens konnten wir zwei retten, zumindest für den Augenblick. Oh.
Okay, bleibt ihr mal ruhig da draußen bei den Walkern. So, jetzt du. Dann du. Hallo. Ja. Ein denkbar ungünstiger Moment für so etwas, Michonne. Wow. Norma. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du es mit Michonne aufnehmen kannst, oder? Kann bitte irgendjemand mal diese blöde Putte hier erschießen? Das ist ja furchtbar. Es geht nicht weiter. Ich trage Kuh und es geht nicht weiter. Norma ist gebissen! Sie wurde gebissen! Er schießt sie! Funktioniert das? So, jetzt reicht's, ja? Genau, dann lassen wir dich hier draußen bei deinem dämlichen Bruder. Du hast es ja nicht anders gewollt, Norma. Tschüss, Norma. Ich geh dann mal. Du hättest eben nicht Oak erschießen sollen, du dumme Schlampe. Sorry, das musste raus. Sadiq, von mir aus. Aber nicht Oak. Du kannst nicht Oak erschießen und erwarten, dass ich doch in irgendeiner Art und Weise Mitleid mit dir dummen, ollen Putter habe. Ey. Nee, das geht nicht. Pete, von mir aus. Aber nicht Oak. Wer war nochmal Berto? Sorry, irgendwie von dieser Crew von 4 Leuten, 5, wenn man mich schon mitrechnet, sind mir tatsächlich nur 2 im Gedächtnis geblieben. Wir haben eigentlich nur mit Pete und mit Oak interagiert, ne? Von Berto und Sadiq haben wir im Prinzip überhaupt nichts mitgekriegt. Unter anderem auch, weil die auf dem Schiff geblieben sind, weil wir keine Unterhaltung mit denen hatten, nicht so wirklich zumindest. Ja. So, was ist hier jetzt los? Wieso dauert das so lange? Sag mir nicht, dass das Ende der Folge war. Hallo? Rödel, Rödel, Rödel? Hallo? Okay, so allmählich werde ich nervös. Nur ernsthaft. Es geht doch. Ich sollte die Hände nicht von der Tastatur nehmen. We gotta hold the door with something. Das Geile ist, da steht W gedrückt, heißt es nur zu bewegen. Ich drücke A und das funktioniert trotzdem. I thought you were gonna make it for a minute. They stopped firing. Es sind aber immer noch welche da draußen. We have to get out of here. Where are the boys? Upstairs. Alex, James, hurry up! Ja, da habe ich zu spät reagiert. Sorry, das war meine Schuld. Wenn ich aufgepasst habe. Where are you? Aber wir hätten es wahrscheinlich eh nicht verhindern können. Finde ich mal toll, da stand schon wieder W gedrückt halten, um aus dem Rennen hinaus zu entkommen. Ich drücke A. Funktioniert genauso gut. Das ist die
Magie der Wahl. Da soll doch mal einer behaupten, Telltale-Spiele hätten keine Wahlmöglichkeiten. Ja, ich kann mich entscheiden, W zu drücken oder A zu drücken. Das geht beides. Ja? Das ist doch der Hammer. Aber ich brauche auch nicht unbedingt Wahlmöglichkeiten, wenn eine geile Geschichte erzählt wird. Also ich bin mit der Telltale-Version des Geschichtenerzählens, ich habe da keine Probleme mit. Ich weiß, manche sagen, ja, ist doch scheiße. Da wird so getan, als hättest du Wahlmöglichkeiten, am Ende kommt doch das gleiche mal raus. Aber mir ist das ehrlich gesagt relativ egal. Weil ich das einen Großteil der Zeit sowieso nicht mitkriegen werde, weil ich die Spiele ja nur einmal spiele, um diese Geschichte zu erleben. Wie gesagt, solange es eine geile Geschichte ist, habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Und bis jetzt hat mich Telltale in der Hinsicht auch noch nicht enttäuscht. Ich wollte gerade sagen, nimm dein Schwert mit, aber... Wir müssen in die Festung, oder? Die war hier rechts. Oder wir driften einfach wieder in unsere Erinnerungen ab. Das geht natürlich auch. Wie ihr wollt. Und schon wieder ein Ladebildschirm. Na, diesmal Gott sei Dank nicht ganz so lang wie letztes Mal. Okay, der Raum kommt mir sehr bekannt vor. Und wieder der Dinosaurier, ja. I have to get you out of here. It's not safe. Wenigstens hat das Handy noch empfangen, ja, also. Michonne, it's Dominic. What's Where the happening? Hell are you? Go back your things, okay? We have to go. Where's Mommy? We tried to wait. We're heading to Donna. Dad! She'll be fine. Donna? No, she'll come look for us. We have to be here. Michonne, if you're still... Just stay safe, okay? They need you. Aber wir wissen, was mit Donna passiert ist. Da sind sie ja wohl auch nie angekommen, ne? Wir haben ja mit Donna telefoniert. I did look for you. I came back. I promise. It was just too late. Da raus.
you see Sam? You were dead. Oh, I was so worried. Are you okay? Sam, we have to go. Yeah, you're right. Come on. We can get out. Ja, die andere Frage ist auch berechtigt. Wo sind denn die anderen? Stay right with me, okay? Okay, go. Weil das Wichtigste sind die Kinder. Die müssen hier raus. Kinga, Jink und Gerätschukon. Der Dieb der Diebe. Das Plakat am Hintergrund eben. James! Don't go. What? I have to go. Why? My work. Say goodbye, girls. Your mother has to leave. Please, Mama. Stay here. With us. She can't. Just let her go. Dominic, please. Give us a minute. Come on, Alex! Die haben sich getrennt, ja? What are you doing? No. Girls, enough. Let her leave if that's what she wants. Michonne! Sam! No. Don't go. Colette. She can't stay. We can't stay here! It's too late. Girls, listen to me. I have to go. I just have to go. Michonne! Ich würde ja sagen, lebt wohl, aber I'm not leaving you here. Der, glaube ich, etwas geschmacklos. Ja, das ist ja jetzt eine Frage. Wir wissen ja, was passiert ist. Goodbye. Man muss stark sein. Ganz egal, was passiert. Man muss weitermachen. Das waren ihre eigenen Worte. Und an die halten wir uns jetzt auch. Schon wieder schwarz. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Da müssen wir dringend dran arbeiten. Ja, ein bisschen verspannt. Ich mache hier gerade so ein paar Bewegungsübungen. Ja, Arme hin und her wedeln. Meiner Schulter geht es im Moment nicht so gut. Das wollt ihr gar nicht hören, oder? Konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel. Da ist ja unser Schiff. Cool. Aber ohne Oak ist es einfach nicht das Gleiche. Und nun? Sadiq's gonna take a boat down to what's left of Monroe. Salvage what we can. We can drop you off in Oceanside or maybe one of the other communities up north. It's good people. Thanks. And thank you for everything. Ja, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, I don't know if we would have made it out of there without you. Dass Pete das da rausschafft. Ich hätte die ganze Zeit. My brothers. Take care of Norma. We owe you a lot. Promise me you'll learn from this. Remember what happened here. I will. Okay.
It'll be harder out there without Oak and Berto. I need to lean on you a bit more. It's not gonna be the same without them. I got you covered, Pete. Don't worry. I know I can count on you. I wanted to ask. When we got separated, I heard you calling for your daughters. What happened in there? I tried to find you, but I couldn't. I had to get everyone out, and I could just hear you screaming. I saw my daughters. I got to talk to them. That's not possible, right? For them to be there. I know. Maybe you'd better start thinking about, you know, what if this doesn't go away? Maybe it won't. But this time, when I saw them, I was able to walk away. Couldn't keep living in that moment with them anymore. I think it's time to stop running. Go back to your group, the people you left, your family, before you can't anymore. If I know anything, it's how goddamn impermanent things are these days. Before you know it, they'll be gone. I'll go back eventually. When I'm ready. Just don't take too long. Hat sie überhaupt noch eine Gruppe, zu der sie zurückkehren kann? Oder ist das irgendwie während der Comics, irgendwie wird sie da von den anderen getrennt? Oder keine Ahnung. Ich kenne die Geschichte ja nicht weiter. Also auf jeden Fall nicht mehr ab dem Governor. Das ist das Letzte, was ich gelesen habe. Ich glaube, damit war ich nicht mal fertig. Your love drags me down like the clothes when you swim. Down, deeper down, like the roots of old trees. Und das war's. Das war The Walking Dead Michonne. Ich habe keine Ahnung, ob es davon irgendwann eine Fortsetzung geben wird, eine Staffel 2 oder sonst irgendwas, oder ob das mehr so ein One-Off war, einfach um die Zeit zu überbrücken. Zwischen The Walking Dead Staffel 2 und The Walking Dead Staffel 3, was ich ja ebenfalls bereits als Let's Play hier bei mir auf dem Kanal befindet. Ja, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt und noch nicht genug von The Walking Dead habt, dann guckt doch da einfach mal rein. Alle drei Staffeln in einer einzigen Playlist vereint. Könnt ihr quasi als kontinuierliche Geschichte einmal komplett durchgucken. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, denn es ist eine richtig geile Geschichte. Wir müssen uns jetzt hier an dieser Stelle natürlich die Frage stellen, wie soll es denn jetzt auf dem Kanal hier in diesem Slot weitergehen? Und ich habe mir da tatsächlich schon ein paar Gedanken gemacht. Das Problem ist nur, der ursprüngliche Plan, den werde ich höchstwahrscheinlich nicht durchsetzen können, denn dazu bräuchte ich Internet. Ja, ursprünglich wollte ich hier mit euch zusammen Blackguards 2 anfangen, weil ich ja gesagt habe, dass das auch bald kommt. Das Problem ist nur, ich besitze dieses Spiel zwar über Steam, aber ich habe im Moment kein Internet, sodass ich mir das Spiel nicht runterladen, dass ich es nicht installieren kann und dementsprechend dann da natürlich auch kein Let's Play starten kann. Ich habe ein alternatives Projekt schon im Hinterkopf,
Was ich stattdessen hier auf diesem Slot bringen könnte, da will ich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht zu viel zu erzählen. Das würde ich dann spontan entscheiden. Ich habe jetzt hier Episode 2 und Episode 3 habe ich jetzt hier direkt hintereinander aufgenommen. Das heißt, ich habe erstmal etwa anderthalb Wochen, wo ich nochmal gucken kann, ob ich das mit dem Internet irgendwie gedeichselt kriege, dass es jetzt hier mit Blackguards 2 weitergehen kann. Sollte dem nicht der Fall sein, sollte das nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, dann werden wir mit etwas anderem weitermachen. Das seht ihr ja dann definitiv übermorgen. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt an dieser Stelle schon mal aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.